So, ich glaube, jetzt müsste alles so angepasst sein, wie wir uns das vorstellen. Ja, das geht schon schneller, wunderbar. Okay, da einmal. Bitte sehr. So, Lady, wo darf's hin? Salut, fahren Sie in meine Richtung? Bonn. Ciao. Gut, wir fahren nach Bonn. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Köln, da fahren wir, glaube ich, auch hin. Danke sehr. Hi, das Ticket. Bitte schön. München, jawohl. Sehr freundlich. Na, der dürfte eine ganze Zeit mitfahren. Düsseldorf, Köln, Ciao, Bonn. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Mannheim nehmen wir nämlich auch Ciao. mit. Karlsruhe. Also es ist schon Grüezi, bin ich hier richtig? eine epische Danke Tour. sehr. So, vermutlich werden wir nämlich gleich auch noch mal Moin, unterbrochen. ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich glaube, Sie fahren doch nicht in meine Richtung. Ja, und wieso stehst du dann hier? Soll ich fahren Sie in meine Richtung? Frankfurt, ja. Einmal wieder nicht aufgepasst, ne? Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Mhm. Vielen Dank. Ich muss nämlich gleich wahrscheinlich noch mal eben pausieren. Ich unbedingt einen Kaffee brauche. Ihr kennt das. Ohne Kaffee geht's einfach nicht auf dem Bus, wenn man auf dem Bock sitzt. Grüezi, mein Ticket. Frankfurt, Danke sehr. jawohl. Bitte sehr. Hallo, hier ist mein Ticket. München. Dankeschön. Ja. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Jawohl. Ich glaube aber, wir sind sogar schon zu spät. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Na komm, gehe ich schon zu Tür. Sind wir. Herzlich Deswegen willkommen sollten wir bei mal ganz schnell Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord die seid Ansage und wir abspielen gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Und Bevor losfahren. wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. So, gut. Auch bei uns im Ich meine losstehen. Denn wie ihr seht, Bitte schnallt stehen wir erstmal wieder. Der gesamten Fahrt Ist ja nichts Neues. In den Sitztaschen vor Kennt euch man ja. findet ihr unsere Bordkarte Ah, mit da geht's aber auch schon weiter. Hinweisen. Und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Zumindest ein Toilette bisschen. Befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos Im Moment, da will, steht ja. wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unsere Zitrone, natürlich. Schaut mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Gab's das vorher Sollte auch schon? Zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet. Dass dort Zitrone drauf stand? So könnt ihr Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn ihr Und was ist schon wieder mit der Klimaanlage los? Ist doch alles okay. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen. Ach, jetzt guck, jetzt kann ich wieder die Maus da nicht. Und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß Okay. an Bord bei Hier steht alles. Ja, so war es aber auch. Da ist doch tatsächlich. Oh. Ich hoffe, es raschelt, knistert, knackt jetzt nicht zu sehr bei euch. Da war mir doch jetzt gerade tatsächlich der Speicher ausgegangen. Before we set off, we would like to share some information about the Sprich, journey. oh, es geht Your wearing weiter. seatbelts is compulsory on board the bus. Ähm, Therefore,
Nicht viel weiter. Was wollte ich sagen? Der Speicher ist mir ausgegangen. Die Aufnahme endete plötzlich und ich war völlig überrascht. Was? Die Festplatte war voll. Ja. Da ich ja mit 60 Frames und Full HD aufnehme und mit einer ziemlich hohen Bitrate das Ganze auch versehen, also da gehen da schon mal so ein paar Gigabyte pro Aufnahme durch die Kante. Ich glaube, bei einer Stunde sind es ungefähr 60 Gigabyte oder mehr. Und das ist schon nicht ohne. Und das sind halt nur die rohen Videodaten. Und da war meine Aufzeichnungsfestplatte, die ich schon länger nicht mehr geleert hatte, plötzlich voll. Also, Entschuldigung, Kaffee. Heiß. Also mussten wir sie mal ein wenig leeren, bereinigen. Ich sollte mir da sowieso demnächst nochmal irgendwie, oder bin ich schon länger am Überlegen, mir so ein NAS-System, also so ein externes Speichersystem zu holen, wo ich dann die ganzen alten Daten, also sofern ich sie denn noch brauche. Ich meine, im Prinzip, was fertig und hochgeladen ist, wenn der Schnitt und der Ton in Ordnung war, kann man die ja, also ich kontrolliere die ja meistens, eigentlich immer, vorm Hochladen, und wenn das in Ordnung war, kann man das eine Original behalten und den Rohschnitt ja, das Rohmaterial eigentlich löschen. Also das gerenderte Material behalte ich meistens, archiviere das. Und das Rohmaterial kommt dann weg, weil das wären, jetzt schon, selbst bei den rund 180 Videos, die ich glaube ich auf dem Kanal habe, könnt ihr euch ausrechnen, jedes Video ist ungefähr, sagen wir mal, 25 Minuten lang. Ja, dann haben zwei Videos vielleicht 50 Gigabyte. Dann hätte man 90 mal 50. Na, wer ist so schnell? Dann 45. Ach du Heilige. 450 Terabyte, ne? Oder 45 Terabyte? Oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Also ganz, ganz viele Terabyte auf jeden Fall. So. Nee, wieso geht's denn jetzt? Hallo? Ist das etwa das alte Problem? Seht ihr den? Ah nee, der LKW fährt jetzt doch weiter. Ich wollte gerade sagen, ist es das alte Problem, dass der LKW da doof in der Kreuzung stehen bleibt? Aber nein, er ist weitergefahren tatsächlich. Dennoch muss ich sagen, herrscht hier ganz schön viel Verkehr und wir können jetzt noch nicht losfahren, weil auf der rechten Spur, aha, jetzt setzen sie sich in Bewegung, dann könnten die ersten vielleicht doch die Kreuzung passieren und wir 3 Meter vorfahren. Ja. Genau so ist es jetzt gelaufen. Ja. Gehen wir mal raus. Moment. Wieso steht da hinten Flixbus jetzt? Stimmt, das ist mir vorhin schon mal aufgefallen. Was ist mit meinem Repaint passiert? Darf ich da auch nochmal dran? So viel zum Bugfix. Bugreinfix machen die da wohl. Ja, bis jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also. Ist das ein neues Auto? Ja, gut. Wir sind jetzt noch nicht so viel gefahren, aber irgendwie, ich hatte mir doch schon etwas mehr erhofft. Nicht wahr? Na komm, gib Gas. Jawohl. Ich fahre mich jetzt auch noch mit rein, das ist mir egal. Noch die anderen warten. Ich nicht. Ach, muss ich hier? Ne, hier muss ich. Ja, Polizeimann. So, okay. Dann geht es jetzt
auf direktem Wege nach Köln, wobei die Entfernung von 110 Kilometern immer noch übertrieben ist. Denken die, wie groß Düsseldorf ist oder wie groß Köln ist und warum die so lange weit auseinander liegen? Nee, nicht wirklich. Das haut beim besten Willen nicht hin. Ich bin vor 5 Tagen erst noch an Düsseldorf vorbeigefahren und es waren definitiv keine 100 Kilometer. Es waren nicht mal 50. Also bei einem Maßstab von 1 zu 10, na gut, dann wären es 10 Kilometer, das würde auch nicht stimmen. Ja, dann sind es 10 Kilometer, nee. Ich sag mal, es sind vielleicht 30, 40 Kilometer, je nachdem, von wo nach wo man fährt. Ja, also egal, welche Maßeinheit wir zugrunde legen, die vom Developer propagierten 1 zu 10 kann nicht stimmen. Und 108 Kilometer, wenn sie umgerechnet worden wären, stimmen natürlich auch nicht. Nix stimmt hier. Unglaublich. Aber gut. Würde ja schon gerne mal von einem Entwickler wissen, wie sich oder wie diese Entfernungszahlen dann zustande kommen. Oder ja, das wäre interessant, mal zu erfahren, wie sie das gerechnet haben. Nicht wahr? Jetzt habe ich auch leider gar nicht die Developer Diaries von TML weiterverfolgt. Ich weiß auch gar nicht, ob es mittlerweile schon ein neues gab. Die haben ja da noch einen weiteren Bus-Simulator in der Mache. Und gut, anschauen werden wir uns den wahrscheinlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal so. Zumal auch die Aussicht eines Online-Modus gut klingt. Aber ja, wie sich das Ganze letztendlich dann in der Realität spielen lassen wird, das ist halt leider eine andere Frage. Andererseits, gut, jetzt die Staus hier beim KI-Verkehr sind eine Sache, aber ich habe doch das Gefühl, als würde sich der KI-Verkehr ein bisschen intelligenter verhalten. Zumindest jetzt so nach den ersten 30, 40 Minuten oder was. Ja, schauen wir mal. Lass dich überraschen. So. Okay. Na? Ach, hier ist also schon wieder 100. Gut. Dann geben wir direkt auch mal wieder Gas. Bevor wir da vorne gleich auf die Autobahn fahren. Ja, kann ich direkt schon mal vom Gas gehen. Sonst wird hier gleich wieder gemeckert. Das rechts da an Ihrem Fuß, das ist das Gaspedal. Ja, also sage ich jetzt gar nichts zu. Ich bin extra vom Gas gegeben, um nicht zu schnell in die Kurve reinzufahren, damit sie nicht meckern, es würde so schaukeln. Und was machen sie dann? Meckern, ich würde zu langsam fahren. Was für ein Seegang ist das? Ah, jetzt kommt das Schaukelgemeckere. Na, endlich. Oh Gott, ey. Dafür überhole ich jetzt auf dem Standstreifen. Sauer. Ich
fahre jetzt Full Speed. Oh, tatsächlich ein Sattelschlepper. Okay, ich nehme alles zurück. Ich habe einen Sattelschlepper entdeckt. Zumindest auf der Autobahn. Wunderbar, dankeschön. Gut, es sind also doch ein paar Fahrzeuge hinzugekommen. Das ist natürlich schön. Das freut uns. Ein bisschen mehr Abwechslung. Und ich habe auch gesehen bei Steam, die Workshop-Unterstützung ist mittlerweile auch integriert. Aber das, was ich bisher gesehen habe, oder ich habe jetzt mal reingeguckt und was ich bisher so gesehen habe, waren glaube ich nur Repaints. In Anführungsstrichen nur Repaints von Bussen. Es ist ja trotzdem schön, dass sie wirklich wenigstens diese Möglichkeit schon mal. Es ging ja schon vorher mit dem Repainten, aber halt ein bisschen umständlich. Und über den Workshop das Ganze zu regeln, ist für Entwickler ja wirklich immer auch eine interessante Sache. Weil es denn für den Nutzer ja doch wirklich ziemlich einfach ist. Du gehst in den Steam Workshop rein, klickst auf Abonnieren und das Ding wird automatisch in dein Spiel hinein installiert. Das ist natürlich klasse. Da muss ich sagen, hat Valve, also die Steam-Jungs und Mädels, ein gutes Tool dem Nutzer und dem Entwickler an die Hand gegeben. Aha. Die Auffahrt hier ist aber auch verändert. Also es scheint sich da doch ein bisschen was auch an der Streckenführung getan zu haben. So. Uiuiui. Dann geben wir mal wieder Knallgas. Soweit es der Verkehr zumindest zulässt. Ach, wir müssen hier eh gleich wieder direkt rechts ab. Boah, ich hing voll in den Eisen. Besser fahren als Sie. Volle Möhre. Okay. Unser erster. Oh. Was nu? Was nun? Nun ist guter Rat teuer, tätig sein. Jawohl. So ein Rowdy. Ich versuche erstmal auf dem Unfall. Uah! Zack, da macht der Bus einen Satz. Ja, jetzt müssen wir wohl erstmal hier geradeaus. Hoffentlich checkt unser. Ich kann nicht bremsen, ich kann nicht bremsen, ich kann nicht bremsen. Krass, was war denn das? Das hatten wir schon mal, dass der Bus so nach vorne schnellt, ne? Aber diesmal. So krass. Ich konnte überhaupt gar nicht. Also, ne, keine Möglichkeit zu bremsen. Aha, okay, wir sollen also jetzt erstmal hier weiterfahren und dann gleich auf die Gegend. Ja, hatten wir das nicht schon mal? Und dann kamen wir von der anderen Seite auch nicht weiter. Ja, das fängt hier schon mal gut an. Geht's auch etwas langsamer? Das fängt ja schon mal gut an. Und jetzt ist wieder, ich habe gerade den Tempomat drin, ne? Da ist wieder 100. Schon klar. Was auch sonst. Ja, das Navi springt vom Zoom-Faktor hier auch immer lustig hin und her. Sonst geht's, Herr oder Frau Navi. Ja.
Ich hätte gerne Abfahrt. Das wäre wunderschön. Dann könnte ich endlich drehen. Okay, drehen. Und in die richtige Richtung gehen. So, ja, das lassen wir jetzt mal lieber. Gesingerei hier. Wir sind ja nicht bei YouTubers Live. Ich habe da demnächst vielleicht sogar noch ein kleines Schmankerl im Kanal. Mal gucken. Da geht's richtig ab. Da hat der Hintern Kirmes. Im wahrsten Sinne des Wortes vermutlich. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. So, was haben wir hier? Eine Tankstelle. Ja. Das ist jetzt zwar schön. Apropos. Wann sollen wir denn eigentlich? Um 11, okay. So, und wieso sehe ich jetzt hier, bin ich wieder aufgestanden? Nee, bin ich nicht. Gut. Also um 11 sollen wir rasten. Sollen wir bis, ach, guck an, Kollege. Hub gar nicht zurück. War nicht sehr nett. Tja, eine Abfahrt. Noch ein Sattelschlepper. Wo bitte ist eine Abfahrt? Kommt da ein Tanklastzug? Jo. In der Tat. Schön, schön. Okay, das hat sich also doch ein wenig verbessert. Wir sind auf der A4, ne? Da ist es ja wirklich so, wenn man jetzt im Kölner Westen ist das, glaube ich, ja, richtig, die A4 Richtung Aachen fährt, da kommt dann erstmal 30 Kilometer oder so keine Abfahrt. Wir haben das mal gehabt, wir wollten irgendwie zum Autokino und sind aus Versehen auf diese dämliche A4, wo es dann erstmal keine Abfahrt gab. Ja, herzlichen Glückwunsch. Knallgas. Was? Und es gibt Punkte in Flensburg. Aber hier ist doch 100. Und ich fuhr 93. Was für Punkte soll es denn da geben? Oder fuhr ich doch schneller? Ja. Nee, auf jeden Fall. Da sind wir dann erstmal Knallgas über die A4. Gib ihm, damit wir noch pünktlich ins Kino kommen. Haben es aber auch noch geschafft. Ja, wir waren auch eh früh genug, glaube ich. Na, ja, Autokino. Genau, das gibt es nämlich noch in Köln. Super, klasse. Mag ich ja voll gerne. Klar, ist kein Multiplex mit super mega Dolby Hyper Surround. Aber es hat Charme. Und für die Raucher, man kann im Auto, wenn man im Auto raucht, auch rauchen. Ne? Hat halt irgendwie was. Ich rauche ja nicht mehr. Glücklicherweise. Seit anderthalb Jahren. Tschakka. So. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass dieser Plan auch aufgeht. Und dass die Baustelle einzig für die eine Abfahrt Gültigkeit hatte. 130 Kilometer. Wir sind jetzt weiter von Köln weg als von Düsseldorf aus. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Kann man das hier? Super.